Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 148 von Avorion. Ja, Thomas Stehler hat geschrieben, er hat mir wieder ein paar Sachen notiert sozusagen, damit ich gucken kann, was ich machen muss. Und da schauen wir gleich nach dem Intro mal rein. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe und alles verstehe, aber nach dem Intro schauen wir das an. Bis gleich. So, das Erste, was ist ja, ich habe wahrscheinlich, Asteroiden gibt es da, wo man was ausbuddeln kann, das weiß ich, man ist ja nicht mit jedem Asteroiden, sieht man sofort, dass da was drin ist für, dafür gibt es das Bergbausystem, muss ich schauen, dass ich das habe. Dann hat er geschrieben, dass ich natürlich Ressourcen beim Ressourcendepot mal verkaufen könnte, gibt es hier gerade eins? Ja, das sollten wir vielleicht mal tun, damit wir die Menge, die wir da haben, dezimieren, vor allem das Eisen wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wo ist es? Da unten ist es. Okay, da ist es. Dann fliegen wir mal dahin. In der Zeit kann ich dann mal weiterlesen. Oh, gut, nicht gecrashed, ne? In dem Hauptschiff soll ich nach Klamotten gucken. Ja, jetzt müsste man mal gerade hier schauen, dass man diese Karte anmacht. Ja, rauszoomen. Und irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Nee, das war falsch. Ich muss das Schiff auswählen und dann dahin klicken. Und dann fährt es dahin, glaube ich. Nee, das war falsch. Das war richtig. Ja, gut. Dann kann ich nämlich gerade hier weiter gucken. Hauptschiff eingebaute SIP-System gucken. Ich hoffe, das geht auch so. Und in meinem Hauptschiff. Das hier ist nicht mein Hauptschiff wahrscheinlich dann. Okay. Ein weißes später, ne? Das Hauptschiff wird dann... Okay, der dockt tatsächlich sogar wohl an, oder wie sehe ich das? Das ist ja krass. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier aber sofort loslegen, wenn wir angedockt sind und Ressourcen verkaufen. Jetzt dreht der sogar. Sehr cool. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der andockt. Ich habe gedacht, der fährt nur in die Nähe. Aber dem ist wohl nicht so. Er dockt tatsächlich. Sehr cool. Ah, ich sehe jetzt nicht, ja, da sehe ich, dass ich angedockt bin. Und Ressourcenhandel und ja, verkaufen. Oh, da gibt es eine Mission mit Liefere. No, nicht. Warte mal, dann würde ich jetzt gerade nochmal hier rausgehen. Kurz schwarzes Brett aufrufen, finde ich wunder... verschwundenen Frachter. Nee, das ist wohl eine andere Sache. Hier gäbe es richtig Geld für diese Mission natürlich. Aber das will ich jetzt nicht machen. Das ist an Station verkaufen. 7 ist auch ein guter Wert, glaube ich, hier zum Beispiel. Und da verticken wir jetzt mal 750.000. Gut. Und Titan würde ich jetzt mal 1 Million verticken. So, ne? Ne, das war zu wenig. Jetzt nur noch 900.000. Da passte eine Null nicht. Und now nit wollen sie gar nicht haben. Da müsste ich das liefern. Gut. Dann haben wir das erstmal geschafft. Jetzt haben wir wieder Geld dazu bekommen. Okay, ich glaube, das sollte ich auf jeden Fall auch machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt gehe ich mal gerade in mein Hauptschiff. Welches war mein Hauptschiff? Albatros? Nee. Das ist... Ist das hier? Doch, das ist doch eigentlich mein Hauptschiff. Der Traveler. Ich habe den nur erweitert. Das ist ja komisch jetzt, ne? Und ich soll in die Subsysteme gucken, ne? Schau mal in deinem Hauptschiff bei den eingebauten Subsystemen. Eingebauten, okay. Bei den eingebauten, da. Dockabstand 1,3 Kilometer, Festinstallation Boni aktiv, es ist fest.
eingebaut? Ja, ist es. Kann nur fest installiert werden. Software für Transporterblöcke. Transporterblock auf dem Schiff ist benötigt. Ja, weiß ich wohl, dass ich Transporterblöcke dafür brauche. Die kann ich aber nicht bauen, weil es Xanion ist. Für Ressourcenabbau benötigt man blau aufwärts. Ach, das ist wahrscheinlich dann ja für die Dingens. Transporterblock ist ja hier auch mit der Staffel Bergbaujägern sozusagen zu machen, ne? Das war ja die Aufgabe. So ein Bergbauabbau ist jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, hier auf der Karte, dass ich jetzt Craft, Elch. Jetzt müssten wir mal gerade gucken. Wir haben ja hier unten auch noch welche, die bergbauen. Miner. Suchen wir mal den Miner 1 aus. Der macht ja auch nichts gerade. Ne? Das ist ja auch doof, aber das ist hier. Linksklick um. Ja, machen wir einfach erstmal. So. Ich kann hier das auswählen. 8% ist keine Gefahr. Hier kann ich die Dauer verändern, ist klar, das habe ich auch schon gesehen. Ach, hier kann man die, ach, die beiden, hier meint der Thomas bestimmt. Ah ja, das habe ich wohl irgendwie, diese beiden Kästchen habe ich nicht erkannt. Sichere Systeme und schon ist hier 0%. Erträge müssen nicht abgeholt werden, sondern werden direkt gut geschrieben. Das ist das. Ja, dann brauche ich hier oben nicht diese Auswahl dann treffen und das selber holen. Das ist dann hier der Automatismus dann da drin. Okay. Und Kapitän ist natürlich auch gefragt in dem Schiff dann. Ja, weiß ich jetzt nicht. Warte mal, das war hier das Feld auswählen. Das ist jetzt hier Titan und Eisen. Gibt es da Eisen? Ja, würde ich jetzt schon gar nicht mehr suchen wollen, sondern nur noch Titan. Und eigentlich ist es auch hier schon. Nee, machen wir nicht. Jetzt würde ich mal gucken, dass wir vielleicht mit dem, das ist. Der Miner 1, ne? Ja. Also, ne, ausgewählt muss er schon sein. Ich würde jetzt mal hier so hinspringen, diese Richtung. Sag schon, Asteroiden. Kann ich jetzt dann da abbauen? Ne, kann ich nicht. Er muss immer erst springen. Dann lass ihn mal gerade springen, bis das erledigt ist. Was ist das hier? Abwracken, okay. Ja, der braucht jetzt gerade einen Moment, ne? Lesen wir mal weiter. Ja, das mit den Kapitänen natürlich. Es gibt auch Kapitäne, dann können die 5 bis 8 Stunden darum dümpeln und was abbauen. Jetzt ist die Frage, kann ich Fokus? Nee. Kann ich hier jetzt gerade. Achso, das kann ich nicht auf der Karte sehen. Wo konnte ich denn jetzt sehen, welche Schiffe das sind? Warte mal, da muss ich glaube da weg. Dann muss ich hier hin. Und muss den Miner 1 da finden. Und sehe dann. Der spezialisiert sich erst später, also ist es kein Miner. Und wir haben die Lady, glaube ich, unterwegs mit Fracht, also mit Kapitän. Oder wer war das? Wo sehe ich jetzt hier die Frachtgüter? Eigentlich hier. Dieses Schiff hat, baut Ressourcen ab. Ah, hier unten sehe ich was. Da ist aber nur Metallschrott. Wo ist denn jetzt bitte schön das Schiff, wo ich dann sehe, dass da Passagiere drauf sind? Das ist ein Entdecker, okay. Eigentlich ist es dieses Schiff, meine ich, gewesen, aber. Gesamt. Mission, Diplomatie, Allianz, Enzyklopädie, Spielerprofil. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ist der Miner jetzt angekommen? Ich denke schon, ne? Wo war jetzt der Miner? Nochmal raus. Da ist der Miner. Wo war Fokus? Achso, das war hier. Rechtsklicken und dann Fokus setzen. So. Und dann nochmal auf den Miner gehen, nochmal hier drauf gehen. Und hier gibt es immer noch Eisen und Dingens, dann brauchen wir da auch nicht weiter gucken. Ah, der ist noch nicht mal angekommen. Kann es sein, dass der Miner 1 nicht die passenden Waffen hat und deswegen sowieso nicht, also die passenden Abbauwerkzeuge hat und deswegen das nicht klappt? Das kann natürlich auch noch sein, ne?
Zu meiner 1 wechseln machen wir jetzt mal. Nützt ja jetzt gerade nichts, ne? Autopilot ist aktiv, Hyperraumsprung ist an. Okay, der fliegt jetzt und springt, das ist auch gut so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das hier so sehen kann und dass du das machst. Respekt, gut programmiert. Nee, das war verkehrt. Hierhin. Das sind Abbauwerkzeuge. Eisen, Titan. Wahrscheinlich wird das andere nicht angezeigt, weil ich gar keinen hier habe, der das kann, ne? Slot für Bewaffnete. Okay, da nochmal raus, da rein, da rein. Und dann Titanbergbaugeschützturm. Ne, Doppelaufbau, das war Titan, ja. So, hier sind Naonit, ein Elite, doppelaufbereitender Bergbau. Ravination hat er auch. Das ist doch dann hier für dieses Schiff doch eigentlich das Passende, oder? Und jetzt sagt er mir gleich, dass da nicht dieses passende Werkzeug ist. Naja, ich muss ja jetzt erstmal was runterschmeißen. Reicht das schon oder noch nicht? Nee, reicht nicht. So, jetzt sitzt der da drauf, ne? Jetzt aus dem Baumenü raus. Jetzt in dieses Menü rein. Eisenbergbau. Und jetzt haben wir hier den. Den können wir jetzt mal hier einsen. Dann passt das, aber bräuchte ich eigentlich glaube nicht, weil der soll das ja automatisch machen. So, jetzt müsste ich. Ich gehe mal hier in die Lady. Weil das interessiert mich ja jetzt, wer da drinnen sitzt. Weil ich meine, einer von den beiden Ladies, die andere ist, glaube ich, nebenan, hat ja Kapitäne drinnen, meine ich. Ich konnte es jetzt nicht in der Übersicht sehen. Das müssen wir jetzt nochmal schauen. I? Ne, I war es nicht, P war es. Also jetzt hier einer meiner Schiffe hat Erträge. Okay, da sind jetzt Trinium gekommen. Das ist schon mal gut. Da müsste ich das bei dem auch noch einstellen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Ne, wo waren wir jetzt? Ne, wir waren doch beim falschen. Tab geht zum Schiff. Hier sind wir richtig. Hier sind wir keine Passagiere. Okay, und hier ist Oste und der kann noch nichts. Das bedeutet, hier sind wir verkehrt, obwohl ich das Schiff meine, das habe ich umgebaut, ne? Oder vertue ich mich da jetzt, dass das. Okay, Piraten greifen den Sektor an, ja, das ist jetzt erstmal nicht so weltbewegend. Die Lady 2. Da wechseln wir jetzt mal rein. Habe ich es da reingebaut? In die Lady 2? Die ist nicht reingebaut, sondern da die Passagiere drinne. Gute Frage, ne? Ja, und diese Sprungreichweiten-Erweiterung, die habe ich so schlecht gewählt, dass da bei mir Dingens drin ist. Wie heißt das? Wieder falsch. I ist richtig. Aha, hier sind Tier 1 Bergmann und hier ist Tier 2 Bergmann. Arbeiterin. Abbau 1,5 Stunden, 2 Stunden. Mein Schiff Lady wird angegriffen. Dann springen wir mal gerade mit der Lady weg. Ich hoffe, da sind genug Leute, die da uns helfen. So. Wir sind jetzt hier drinnen bei der Lady. Aber wir wollten jetzt einen Miner 1 haben, der sich wo befindet. Der müsste doch hier auch in der Nähe sein, oder? Das ist er.
Und das ist die Lady. Dann springen wir doch da mal gerade hin, oder? Okay, wir machen das so, dass die Lady dann... Oh, wo springt der jetzt hin? Der springt dahin, glaube ich. Und dann springt die Lady noch dahin. Meine Eins ist jetzt vor Ort. So, die Lady. Sitzen wir ja drinnen, ne? Die müsste jetzt gleich irgendwo hinspringen, oder vertue ich mich jetzt gerade? Wahrscheinlich vertue ich mich gerade. Ne, G war das, ne? Oder? Ne, Tab war das. Welche Taste war das, wo ich nur Frachter, leichtes Bergbauschiff, Zinkmine, Bleimine, Zinkmine, Ressourcen. Also das ist jetzt der Buchstabe H, wo man das so durchblättern kann. Da war sie. Lady Adventurer ist das. Kann man nicht rückwärts blättern. Komm mit Steuerung. Ah, mit Steuerung. Schiff Lady 2 ist es. Und da sitzen die Kapitäne drin, ne? Also, ja, die Lady 2 muss ich haben, nicht die Lady 1. Gut. Wo ist jetzt die Lady 2? Die ist da. Ein Schiff. Und der Miner ist da. Das bedeutet, wir müssen jetzt darüber fliegen und dann den Miner bestücken. Gut, dann machen wir das. Aber ich würde sagen, das Rüberfliegen etc. warten wir dann ab in der Pause. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Overwatch macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.